Ich bin Elli und ich nehme euch diese Woche mit in meine Tourenplanung. Denn Ende dieser Woche geht es ja schon los und so einiges muss ja noch gemacht werden. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Also wie sieht mein Alltag dann sozusagen aus, kurz vor einer Tour? Und ja, damit starten wir jetzt. Falls ihr gerade neu auf meinem Kanal seid, schaut in dem Video hier vorbei, weil dann wisst ihr auch, wo es überhaupt hingeht und was ich so geplant habe und was für Neuigkeiten es gibt. Vor jeder meiner Touren lege ich einmal alles, was ich denke, was ich brauche, auf den Fußboden, schön sorgfältig sortiert, auch gleich in der Reihenfolge, was in welche Tasche muss. Also in die Tasche dort kommen die Dinge rein. Bei der Tasche fehlt noch was, denn bisher ist da nur Elektrokram drin, was ich brauche. Aber da kommt auch noch Schlafsack und Isomatte rein. Isomatte und Schlafsack packe ich allerdings erst zum Schluss rein, weil dann ist es nicht so lange komprimiert. Ist ja noch eine Woche hin. Und dann setze ich mich immer davor und überlege, ob noch irgendwas fehlt oder ob ich das wirklich alles brauche. Naja, und dann wird Probe gepackt. Denn nur durch das Probepacken merke ich ja, ob ich eventuell zu viel mitnehme oder ob ich vielleicht sogar noch Platz habe für Dinge, die ich weglassen würde, weil ich denke, ich brauche sie nicht, aber vielleicht brauche ich sie doch. Wie ihr generell eure Packliste gestaltet und wie ihr die Priorität eurer Ausrüstung besser einkategorieren könnt, schaut mal hier dann bei meiner Webseite vorbei. Dort habe ich das euch richtig schön ausführlich beschrieben. Diesmal bin ich ja nicht nur mit dem Rad unterwegs, sondern werde auch wandern. Dementsprechend muss ich auch meine Wanderausrüstung mitnehmen. Und da ich in alpinen Gelände unterwegs bin, möchte ich da nicht unbedingt mit meinen leichten Trekkingschuhen unterwegs sein, sondern gehe doch lieber auf Nummer sicher und nehme meine großen Wanderschuhe mit. Und dementsprechend, weil Wanderschuhe, Rucksack, vielleicht sogar andere Kleidung, muss das natürlich auch irgendwie mit in die Radtaschen, denn mit dem Rad werde ich ja von Ort zu Ort fahren. Und deshalb bin ich diesmal nicht nur mit meinen drei großen Packtaschen unterwegs, sondern auch mit so einer Art Seesack, den man dann noch irgendwo raufpacken kann. Also das ist schon mal so gut wie erledigt. Gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass ich alles untergekriegt habe und dass ich sogar noch Platz habe. Also ich merke, dass ich nicht zu viel mitnehme. Übrigens habe ich mittlerweile so eine große Tasche voll mit Packsäcken und keine Ahnung, was alles für kleine Taschen. Schon irre, was da zusammenkommt. Und der da ist auch noch voll. Das hier ist übrigens mein Lieblingsstück in meiner Wohnung. Da hänge ich alle meine Erinnerungen dran und es ist einfach ein Zaun vom Baumarkt. Ich muss auf jeden Fall noch alle Akkus laden, Fahrräder checken, durchchecken, einkaufen, weil ein bisschen Vorrat auf solchen Touren ist nicht verkehrt. Man wird zwar überall immer mal was essen können, gerade beim Bergsteigen kommt man an irgendeiner Alm vorbei, an irgendeiner Hütte vorbei und dann gibt es eine Bockwurst. Aber so ein bisschen, allein so Riegel und so weiter, ich habe einfach keine Lust in meinem Urlaub dann ständig einkaufen gehen zu müssen, um irgendwas halt zu holen, was ich während der Fahrt brauche oder während der Wanderung. Vielleicht nicht für alle drei Wochen, aber dass man halt so einen Vorrat hat. Und jetzt bringe ich meinen Dachträger an. Übrigens, was ich euch noch gar nicht erzählt habe, auch diese Tour werde ich nicht alleine machen. Ist so ein bisschen so ein lachendes und weinendes Auge, weil ich hätte auch total Lust, alleine loszudüsen. Aber andererseits finde ich es auch toll, dass mein Freund mein Hobby und meine Begeisterung mit mir teilt. Ich verspreche euch aber auf jeden Fall, dass die Videos nicht deswegen kürzer werden. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe jetzt bei den zwei letzten Wanderungen mit meinem Freund, dass ich natürlich eher ihm das erzähle als der Kamera. Und an sich ist das ja auch nicht verkehrt, aber im Nachhinein, wenn ich dann hier sitze und schneide, merke ich so, oh, das ist ja ein bisschen wenig. Da möchte ich auf jeden Fall drauf achten, weil das war für mich im Nachhinein und wahrscheinlich auch für euch, wenn ihr die Videos gesehen habt, dann so ein bisschen mau. Und das möchte ich so nicht. Aber das Schöne ist ja, dass ich nun eine Drohne habe. Und ich kann mir vorstellen, dass mein Freund die verdammt gerne fliegen möchte. Heißt, im Endeffekt habe ich nachher dann mehr zum Schnibbeln. So, mittlerweile ist es auch schon 6:30. Ich werde jetzt was zu essen kochen und dann mal Feierabend machen. Nee, danach muss ich noch Film schneiden, weil sonst habe ich ja keinen Puffer für die Zeit, wo ich weg bin. Und wie ihr euch gewünscht habt, beziehungsweise wie ich euch vorgeschlagen habe, bereite ich den alten sächsischen Schweizfilm vor, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Da könnt ihr mal sehen, wie lange sowas eigentlich alles dauert. Abends schaue ich immer noch mal bei YouTube rein und beantworte ein paar Kommentare von euch. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich öfter
dieselbe Frage bekommen. Und zwar, warum ist es jetzt eigentlich diese Strecke geworden? Da ich ja eigentlich auf der Mission war, den Donauradweg zu fahren und ja komplett umstrukturieren musste, habe ich halt mal geschaut, was denn so in den Bergen ist, weil ich ja in die Berge wollte, und habe diesen Fluss entdeckt. Und da gibt es tatsächlich auch einen Radweg. Der Innradweg. Und aufgrund, dass nicht jeder Zug Platz hatte für mein Fahrrad, musste ich halt schauen, wie weit komme ich auf diesem Innradweg, sodass ich noch mit meinem Fahrrad wieder zurück zu meinem Auto komme, damit ich mit meinem Auto wieder zurück nach Hause komme. Ja, deswegen ist es das geworden. So, und jetzt gute Nacht. Denn ich möchte noch ein bisschen lesen. Ist übrigens mein Lieblingsautor und jedes Buch von ihm verschlinge ich. Es ist für mich völlig normal, wenn ich schlafen gehe oder wenn ich im Zelt liege, dass ich erstmal lesen muss. Auf jeden Fall, wenn ich allein bin. Mit meinem Freund mache ich dann irgendwie das nicht. Heute war ein richtiger Schaffenstag. Ich war einkaufen und habe nicht nur so einen Korb voll Snacks gekauft, sondern auch noch andere Dinge wie Nudeln, Pesto, Soßen, Ravioli, was auch immer. Ja, und als Snacks habe ich dann zum Beispiel hier so ein paar verschiedene Riegel, alles was so das Riegelregal hergibt, und ein paar Würstchen, Quetschis, all sowas mitgenommen. Zu trinken werden wir einfach solche Brausetabletten mitnehmen. Dann kriegen wir ein bisschen Magnesium, Calcium und andere Mineralien. Ja, das werde ich jetzt gleich nochmal zusammenpacken. Dann werde ich auch den Schlafsack und die Isomatte schon mal einpacken. Die können nämlich jetzt auch in die Tasche. Meinen Schlafsack, Isomatte, Packsäcke dafür. Und jetzt heißt es, die zusammenräumen. Es ist so warm momentan. Ein da. Und dann wollte ich euch nochmal die Drohne vorstellen. Und zwar habe ich extra so einen schönen Koffer mir dazu gekauft, damit sie ein bisschen mehr geschützt ist. Hier ist das Steuergerät, Ersatzakkus und die Drohne selbst. Und das ist die DJI Mini 3 Pro. Sie wiegt 249 Gramm, also unter 250 Gramm. Deswegen muss ich auch keinen Führerschein machen. Aber für mich gelten natürlich alle anderen Bedingungen genauso wie für größere Drohnen. Und im Endeffekt ist nur das kleine Teilchen hier dann das, was alles für uns sehen wird. Richtig süß, oder? Die lässt sich ganz leicht aufklappen. Muss man so ein bisschen aufpassen mit den Rotoren. Und im Endeffekt ist dann das die finale Größe. Ich finde richtig stark, dass sie so viele Hindernisse erkennen kann in verschiedenen Richtungen. Man muss natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Aber als ich mit ihr eine kleine Probetour gemacht habe, da hat sie mich völlig überzeugt. Also jeden Ast ist sie ausgewichen und das hat sie schon ziemlich gut gemacht. Und ich wette, damit machen wir richtig, richtig tolle Bilder. Das ist übrigens der Haufen, der bei meinem Freund mitkommt. Für ihn haben wir diese großen Ortlieb-Taschen. Obendrauf kommt dann noch dieser Seesack. Mein Fahrrad, sowie das Fahrrad von meinem Freund, habe ich übrigens gestern in die Werkstatt gebracht. Bei dem Fahrrad, was mein Freund mitnimmt, musste ein neuer Antrieb her. Bei meinem Rad zum Glück nur die Schaltung ein bisschen neu einjustiert werden. Ja, die sind auf jeden Fall startklar. Morgen ist für mich ein freier Tag. Da werde ich weder was für den Urlaub machen oder für YouTube, denn da habe ich Geburtstag und werde zu meiner Mama fahren und mit ihr ein bisschen diesen feiern. Ich wollte euch aber noch zeigen, wie ich meine Tour diesmal geplant habe. Für die Etappenlänge ist entscheidend, wie weit der nächste Campingplatz entfernt ist. Diese Entfernung checke ich dann mit Komoot und schaue mir an, wie viele Höhenmeter mich dort erwarten. Und genauso stecke ich auch meine Wandertour. Wenn ihr meine Wanderung oder meine Radtour nachlaufen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu Komoot. Dann könnt ihr alles selber abradeln oder abwandern. Auf jeden Fall ist jetzt alles fertig. Ich kann beruhigt schlafen gehen, morgen meinen Geburtstag genießen und übermorgen geht's dann los. Das werdet ihr dann aber im nächsten Video sehen. Von daher, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da oder schreibt mir was in die Kommentare. Zum Beispiel, ob euch dieser Vlog gefallen hat und ob ihr euch sowas öfter von mir wünscht. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Reise. Und ich freue mich einfach total, wieder mit euch zusammen loszuziehen. Kommt gerne mit.